Hallo Tischtennishelden. Mein Name ist Janik Borschel, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute zeige ich euch ein weiteres Spiel von mir mit einer Analyse. Tischtennishelden, conquer the table. Ja, wir fangen jetzt mal an. Und zwar gegen den Gegner habe ich bisher noch nicht gespielt, daher ich kannte seinen Spielstil überhaupt nicht. Bedeutet für mich immer, wenn ich gegen neuen Spieler spiele, dass ich im ersten Satz sehr viel ausprobiere. Ich wusste eigentlich, dass er offensiv auch spielt. Deswegen am Anfang direkt mal versucht, auch mit langen Aufschlägen zu punkten. Allgemein wollte ich das Verhältnis so 70-30 lassen. Bedeutet 70% kurz aufschlagen, 30% lange überrissene Angaben mal probieren, um zu schauen, wie er reagiert. Ansonsten wollte ich im ersten Satz sehr viel Informationen sammeln, verschiedene Positionen anspielen und eigentlich als erstes zum Angriff kommen. So wie gerade jetzt, wenn er mal versucht zu ziehen, eigentlich direkt gegenzuziehen. Das war so die Haupttaktik. Wir sehen jetzt schon, dass ich eher die langen Topspin-Duelle oft verliere gegen ihn, weil er einen sehr guten Winkel mit der Vorhand spielt. Das heißt, da muss ich mich eigentlich nicht drauf einlassen, weil ich da letztendlich den kürzeren ziehen werde. Ich aber wahrscheinlich im einfachen Spiel, sprich kurz und den ersten Eröffnungstopspin mehr Punkte machen werde. So, schauen wir mal an. Steht jetzt, glaube ich, gerade 3-3, wenn ich das richtig sehe. Ja, schön geflippt und dann nachgehen. Aber ihr seht, kommen auch schon die Bälle öfters mal zurück. Ist also auch hier ein Gegner wieder, der mehr Punkte als ich hat. Ich glaube, irgendwas mit 1800 hat er oder so. Ich habe gerade 1785, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gehabt. Hier mal meine neue Aufschlagposition, aber lange Aufschläge werden hier in dem Spiel direkt bestraft, meistens, weil er die sehr gut lesen kann und dann auch direkt attackiert. Ja, wobei auf der Rückhand hat er schon eine Schwäche definitiv. Da greift er oft zu tief in den Schläger und geht eher von unten nach oben. Das heißt, da kann man schön mit überrissenen Seitschnittangaben was machen, die er eigentlich nach vorne ziehen müsste. Also lang anschieben ist auch eine Methodik, dass er dann die Zeit nicht hat, da sich richtig darauf vorzubereiten. Das sind Fehler, die dürfen nicht passieren. So ein Eröffnungstopf sind flach ins Netz gezogen. Falscher Winkel. Ja. Da kommen schon ein paar Bälle zurück. Auch hier war so, wenn ich das jetzt so sehe, im Nachhinein eher falsch, dass ich viel bei der Vorhand diagonal gezogen habe. Ich hätte auch mehr auf die Wechselzone spielen können oder so wie gerade mit der Rückhand parallel ziehen. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar nochmal. Und wenn ich halt Vorhand ziehe, einfach parallel ziehen in seiner Rückhand oder auf den Wechselpunkt. Ist viel effektiver und ja, führt einfach schneller zum Punkt. Ah, jetzt nochmal der Rückhandball. Der ist auf jeden Fall stark, wenn er die Linie runterkommt. Dann rechnen wenig Leute, vor allem wenn sie in der Rückhand tief auch stehen, so wie er gerade. Ja, aber da habe ich den ersten Ball in die Rückhand gezogen. Und dann kam auch der Ball schön zurück, sodass ich nachgehen konnte. Ist auf jeden Fall ein gutes Mittel gegen ihn. Return-Fehler. Sollte nicht passieren. Ich glaube, es steht gerade 10-8 oder 10-9. Ne, jetzt 10-8. Das ist jetzt abgewiesen. Ja, wieder lang überrissene Angaben und nachgegangen. Genau. Ah, ne, jetzt ist Verlängerung. Ich glaube, jetzt führe ich 11-10. Genau, so war es. Ja, kurze Bälle versuchen anzuflippen und da wieder das Topspin-Duell verloren. Ja, da muss ich aufpassen auf jeden Fall, dass ich da eher parallel ziehe und ihn eher in der Rückhand halte, weil ich ganz einfach auch beim vorigen Topspin-Duell den Kurzen gezogen habe. Da macht er schon gut Tempo und guten Winkel.
12, 11. Ihr seht, es ist auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel, aber auch da sind Aufschlagpunkte immens wichtig, also zumindest in meinem Spiel. Kurzgelegt und jetzt hier ganz schön angezogen. Ja, das war schon mal Satz Nummer 1. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, wenn ich jetzt Satz Nummer 2 mache, der geht jetzt nur 3,5 Minuten, deswegen habe ich den jetzt noch angehängt. Und es wird ein hartes 5-Satz-Match. Ja, was habe ich mir in Satz 2 vorgenommen? Auf jeden Fall die Aufschläge weiterhin variieren zwischen kurz und lang, weil ich da viele direkte Punkte gemacht habe. Vorhin wollte ich mehr parallel ziehen und ihn allgemein mehr in der Rückhand halten und ihm bei Rückschlägen, wenn ich es schaffe, anzuflippen, ansonsten schön Hacke geben, das bedeutet viel Unterschnitt. Und die überhasteten Bälle, so wie jetzt gerade, eigentlich vermeiden. Geht schon mal schlecht los mit einem 0-2 Rückstand, 0-3 Rückstand. Ihr seht auch wieder, gerade Punkt verloren und ich gehe wieder zu schnell an die Platte. 0-4, das geht einfach zu schnell vom Ablauf her. Jetzt könnte ich auch eigentlich mal kurz nochmal an die Bande oder nochmal zum Handtuch. Da muss ich auf jeden Fall mehr Ruhe ins Spiel bringen. Und der Anschlusspunkt mit 4-1. Ja, das kann eine Taktik sein, dass ich ihn dann mal anschupfe und erwarte seinen Ball und wir gegen ihn. Das wird mal gut gehen, sicherlich. Aber letztendlich kann das keine dauerhafte Taktik sein. Lieber sowas hier, wo ich dann einen Schnitt bekomme und dann schön anziehen kann und meine Stärken ausspielen kann. Jetzt auch guten Luftloch. Aber das sind genau die Bälle, wo ich eigentlich sicher ins Spiel komme. Und wo ich auch weiß, dass es nicht 50-50 ausgehen kann, wie bei so einem risikoreichen Gegenzieher, sondern wo ich mir schon eher so 70-30 Quote ausrechne. Ja, zu passiv, zu weit hinten. Das sind die Bälle. Damit mache ich viele Punkte. Da ist viel Rotation drin. Und treffe ich eigentlich auch viele von auf den Tisch zu nehmen. Gut, das sind natürlich dann immer so Aufschläge, wo ich versuche, schnell die Punkte zu suchen, auch um den Gegner so ein bisschen zu brechen, wo er dann gar nicht weiß, was ist gerade passiert. Aber entscheidend sind sowieso eher die Rückschläge, weil dass ich bei meinem eigenen Aufschlag gut ins Spiel komme, das weiß ich. Letztendlich ist es aber entscheidend, wie man auch bei dem gegnerischen Aufschlag ins Spiel kommt. Was das gerade für eine Klärungsaktion von mir war, weiß ich gerade auch nicht. Ich glaube, da hatte ich auch einfach nicht mehr so die Spannung. Steht 5-9, 5-10 jetzt. War jetzt einfach ein schlechter Satz. Ja. 6-11. Alles klar. So, wie es weitergeht, was ich für eine Taktik hatte, erfahrt ihr im zweiten Part. Also, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.